Hier haben wir wieder den CD4046 an 3,3 Volt, 200 Kiloohm und 47 Picofarad. Einer der Kontakte des Kondensators ist jetzt verbunden mit einer Alufolie, die auf ein Holzbrett geklebt ist. Der Ausgang wieder am Oszilloskop angeschlossen. Wenn wir jetzt wenn ich jetzt meine Hand in die Nähe der Alufolie bringe, dann ändert sich die Frequenz der Ausgangsrechteckspannung. Ganz wenig, aber messbar. Das Ganze funktioniert auch von der Unterseite des Holzbretts. Quasi durch das Holz durch kann man diesen Aufbau immer noch als kapazitiven Sensor benutzen.